ausgeleitet. Alle Verkehrsinfos gibt's jederzeit auf swr4.de und in der swr4-App. Gute Fahrt wünschen wir Ihnen. Das Wetter. 12 Grad und Regen. Der Gelände auf 15 Grad sitzt im Schaumdorf bei bedecktem Himmel, 16 Grad im Odenwald. Im Buchenhof, da ist der Himmel bedeckt. Und in den Städten nur 11 Grad bei bedecktem Himmel. Am Nachmittag regnet es vor allen Dingen in Württemberg weiter. In Baden fällt nur zeitweise Regen. Es sind lange trockene Phasen dazwischen. Und die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad auf der Ostalb und 19 Grad im Raum Mannheim. Heute Nacht bildet sich dann stellenweise sogar Nebel, 12 bis 7 Grad. Morgen und am Donnerstag haben wir Wolken und Sonne im Angebot. Nur noch vereinzelte Schauer und mit den Höchstwerten geht es auch ein bisschen bergauf. Morgen schon mal 16 bis 23 Grad. Hatte Unfallstelle und nochmal die 5 mit dem Stau dabei in Richtung Basel. Braucht ein bisschen Geduld zwischen Freiburg Süd und dem Rastplatz Streitkopf. Hier sind es aktuell 12 Kilometer Stau. Rastplatz Streitkopf, das gefällt mir auch sehr gut. Kennt ihr das noch von früher? Wenn ihr alt genug seid, dann kennt ihr das noch, dass man ohne Navi unterwegs war, in den Familienurlaub im Sommer im Auto und man mit der Karte als Beifahrer da saß und sagen musste, ob links oder rechts. Da passt der Rastplatz Streitkopf perfekt. Das kenne ich sehr gut.
Kilometer Stau, nach einem Unfall nur eine Spur frei, aber die Sperrung ist so lang. Warum? A5, Heidelberg nach Karlsruhe, zwischen Heidelberg, Schwetzingen und Kreuz Waldorf, 7 Kilometer stockend. A6, Mannheim nach Heilbronn, zwischen Dreieckhockenheim und Kreuz Waldorf, 4 Kilometer Stau. Heilbronn nach Mannheim, zwischen Wiesloch-Raunberg und Hockenheim, 9 Kilometer. Stop and go, A8, München nach Karlsruhe, zwischen Stuttgart. Durch Gegenstände auf der Fahrbahn. In der Gegenrichtung zwischen Rastatt Nord und dem Dreieck Karlsruhe gibt es 8 Kilometer Stau. Auf der 6 Heilbronn-Mannheim zwischen Wiesloch-Raunberg und dem Dreieck Hockenheim 8 Kilometer stockend. Die A8 Karlsruhe-Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Süd ebenfalls 6 Kilometer stockender Verkehr. Das heißt ebenfalls, kann man sagen. In der Gegenrichtung zwischen Pforzheim-Süd und West 6 Kilometer stockend. Richtung Mannheim zwischen Kreuz Waldorf und Dreieck Hockenheim 5 Kilometer stockend plus 10 Minuten. A65 Karlsruhe Landau hier zwischen Wörthekreuz und Kandel Mitte in beiden Richtungen 4 Kilometer Stau. A7 Ulm Richtung Würzburg zwischen Ahlen Oberkochen und Jagsthalbrücke brauchen Sie Geduld. Es dauert 50 Minuten länger, bis Sie durch sind, 9 Kilometer. Zwischen Dreieck Karlsruhe und Ettlingen, da steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. So sieht bitte auch auf der B535 Schwetzingen Richtung Heidelberg. Zwischen dem Tunnel Schwetzingen und dem Kurpfalzhof, da liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Auch dort bitte ganz besonders vorsichtig fahren. Bekommen Sie den Staus A3 Köln Richtung Würzburg zwischen dem Frankfurter Kreuz und dem Offenbacher Kreuz 4 Kilometer stockender Verkehr. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Rastatt Nord und Ettlingen 4 Kilometer Stau hinter einer Kuppe. Achtung, die Verzögerung hier bis zu 20 Minuten. Wir gehen auf die A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim Ost. Baustelle 8 Kilometer Stau, Verzögerung hier bis zu 25 Minuten. Und die Gegenrichtung Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim West und Pforzheim Ost. Baustelle 7 Kilometer stockender Verkehr, Verzögerung bis zu einer Viertelstunde. Rüber auf die A81 Stuttgart Richtung Heilbronn zwischen Ludwigsburg-Norden und Kleidesheim 3 Kilometer stockender Verkehr. Und die Gegenrichtung Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Heilbronn und der Gruppenbach und Kleidesheim 4 Kilometer Stau, Verzögerung bis zu einer Viertelstunde. Die Bundesstraße 31 Lindau Richtung Friedrichshafen zwischen Tunnel Dippoldsberg und der B467 Kressbronn. Baustelle 3 Kilometer Stau, Verzögerung bis zu einer Viertelstunde.
Und im Eifelkreis Bitburg-Grünen ist die B50 zwischen dem Abzweig nach Riesel und Oberweiß wie ungeschützte Bäume in beiden Richtungen gesperrt. Alle Verkehrsinfos gibt es jederzeit zum Nachlesen auf swr4.de. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Автобан загородили, перекрывают.